Jetzt noch ein Twitch-GIF und dann richtig auf professionell. Warte. Twitch. Nee. Hold on. Hallo. Bin doch fit gewesen. Was habt ihr? Eric, danke dir auch für den T1. Nach Hamburg zu Abend. Was fandest du es? Sieht doch voll fit aus. Ja, krass. Ja, Leute. Ich muss los. Junge, das war 15 Uhr. Ne, wie viel Uhr war das? Das war 13 Uhr, glaube ich. Wie findest du Masturbation? Super Frage, Schnitzel. 788. Echt krasse Frage. Chat, was kann man essen, zu essen machen? Oh, du mit deinem Vegetarisch, wirklich. Dein Vegetarisch macht wirklich auch gar keinen Sinn. Weil du bist einfach. Du bist so 2 Wochen einfach so vegetarisch und danach. Was? Hä? Du hast doch letztens noch Shrimps gegessen. Ja, ich bin Peskotarierin. Ich esse. Peskotarierin. Das klingt wie eine Krankheit, Alter. Das heißt aber wirklich so, google das mal. Egal, komm jetzt zur Sache, Mann. Was kann man essen? Was kann man machen? Pesto. Gar kein Bock auf Nudeln. Schnitzel? Schnitzel bin ich auch für. Dumm, richtig dumm. Pizza. Hol dir Pizza, wir machen. Ja, so eine Fertigpizza da. Ja, Eklig, Fertigpizza. Was für eklig, was willst du sonst essen? Hol Aladin Döner. Soll ich Gnocchi machen? Gnocchi? Dieses Ding, was ich in Essen gemacht habe. Was ist Gnocchi? Hold on, ich guck kurz. Wie wird das geschrieben? Dieses eine vegetarische Gericht mit Zucchini, was ich gemacht hatte. Gnocchi. Ich glaube, die heißen Gnocchi, nicht Gnocchi. Sieht Weiß genau nicht. so aus. Ich schwöre, das sieht genau so aus. Weiß nicht, oder? Junge, das hast du doch 3, 4 Mal gegessen bei mir. Nee. Was? Nee, das ist voll lecker. Du hast es 3, 4 Mal gegessen, du Vogel. Ja, aber das ist jetzt nicht so spektakulär, weißt du? Du hast 3 Teller gegessen. Ja, aber ich esse alles, wenn ich Hunger habe. Was soll ich machen? Aber du hast gesagt, das ist sehr lecker. Ja, keine Ahnung. Was gibt's noch so? Oder irgendwas mit Käse überbacken. Käse ist guter Call. Käse ist nice. Steak. Stark. Chicken Curry, stark. Brokkoli-Auflauf, bah, Alter. Macht der kein Geschmack? Lasagne. Ja, vegetarisch. Fleisch. Lasagne dauert voll lange, Mann. Ich war auch jetzt nicht auf 3,5 Stunden auf den Ja, Essensplan. nee, danke für den T1. Auflauf. Dauert auch zu lange. Irgendwas, was man schnell Irgendwas, machen wenn kann. man so in 20, 25 Minuten oder so fertig ist. Was so 20, 15, 20 Minuten fertig ist. Kein Fleisch. Sie ist ja jetzt Peskotarierin und esst kein Fleisch. Ich sag ja nichts, aber Warum ist ja nicht mal vegetarisch es dein macht für Fleisch? mich keinen Sinn, wenn man kein Fleisch isst, aber du isst noch Fische. Ja, weil ich langsam das machen möchte. Ich will nicht von 0 auf Ah, 100. okay, ja. Erstmal, dein Körper muss sich daran gewöhnen, dass du kein Fleisch Nein, isst, aber ne? nein, ich will mich Ja, nicht weil sonst verkaufen. kippst du auch um, wenn du dann wieder Fleisch Ich isst. hau dir gleich eine. Gib So. mal deinen Tipp, sonst machst du jetzt Gnocchi da. Digga, hier sind so viele Vorschläge. Spaghetti mit Thunfisch. Gottloser Bastard, Digga. Geschmackverlust. Warte mal, was Du gibt's hier bist nur noch? Luft- und Platzverschwendung, ey. Oha. Was denn? Nudeln mit Käse. Hol Tortellini. Tortellini ist gut, ne? Ja, Tortellini und du machst ein bisschen Käse, verdammt. Und noch irgendwelche anderen Sachen rüber. Tomatensoße. Ja. Und ich hole noch so eine extra, so eine Dings. Es gibt doch so gesunde Tüten oder sowas mittlerweile schon. Also das sind so Gesunde gesunde. Tüten? Ja, so sind so Geschmack. Aber Zehnerkurs, oder? Gesunde Tüten. Für Geschmack für diese Tomatensoße, weil sonst schmeckt das zu tomatisch. Ich will noch so Gewürze drin haben. Weil wir haben noch Paprika.
Nö, keine Ahnung, Mann. Mach, was du willst. Hauptsache, die Scheiße schmeckt gut. Junge, mach, was du willst. Hauptsache, ich hab irgendwas zu essen, Mann. Wie willst du heute noch losgehen? Schmeiß mal diese Scheiße in deine Hand weg, Alter. Sei abartig, Mann. Habt ihr einfach Öl auf seinem Tisch, Mann? What the fuck? Was für Öl? Das ist eingepackt, du Vollidiot. Ja, ist doch Öl, Mann. Er fühlt sich angegriffen, Pesco-Tagerin oder was? Ja. Das ist Öl vom Tier, deswegen bist du fühlt sich angegriffen. Mach Tür zu, Pesco-Tagerin. Junge. Mann, wieder so ein Film, Digga. Ich will einfach nur was essen. Ey, Yannick, danke dir für deine 200 Bits. E-Mail. Wie heißt ich denn? Rohat CE heiße ich auf TikTok und mein Passwort ist Yarak123. Geliked? Okay, mal gucken, was wir hier so haben. TikTok hat's nach 100 Jahren. White Mode, Alter. Dark Mode, ja, bitte. Hinzufügen. Bitte. TikTok. Warum ist das jetzt nicht im Black Mode? Hier, Dunkelmodus. Mach doch an jetzt. Hamuzi, danke dir wieder für deine 500 Bits. Groß. Hey, warum geht das nicht? Ah, scheiß drauf. Pre, danke dir auch. Und Remaker, danke dir auch für den T1. Mal gucken, was es hier so gibt. Was ist das? Fuck. Digga, er hat einen Opa getroffen im Hintergrund, oder was? Oha! Rocky, danke für deinen Prime und der, die Wahrheit mit 1500 Bits. Groß, Digga. Danke dir. Wait for it! Dass er gestorben ist, ehrlich. Ich schwör, ich sag euch auch so, wie es ist. Der Typ, also Juice ist so krass. Ich sag euch ehrlich, der ist so krass. Der Typ hätte nur Banger rausgebracht, wirklich. Jeder Song, der hat ja Songs gefreestylt und die waren geisteskrank. Der Typ hat Songs gefreestylt und die waren geisteskrank. Der ist insane. Der war richtig, also war auch richtig, richtig talentiert so. I'll get you for the two, ask you one question. What's up? What is it, bro? Bro, Digga, das ist so geil, dieser Handshake gleich. What would you prefer, light skins or dark skins? Light skin or dark skin? It do not matter. If your booty fat, you know where I'm at. I'll get you for the two, ask you one question. Was? Ja. Was? Was? Siehst du das nicht? Nee. Ich sah aus, dass ich geschlagen worden bin. Ja, warum? Wegen diesem Reiniger, den ich doch erzählt habe. Ich hab das probiert und ich hab das irgendwie zu doll gemacht. Ja, stark. Aber mir erstmal andrehen für Dings, dass ja, ich das benutzen soll. Mit weniger Druck, dann kommt sowas ja nicht. Ich hab das nicht gesehen. Ich hatte ja keinen Spiegel. Ah ja, okay. Ja, gehst du jetzt los? Okay, cool. Hast du dir schon mal selber... Also Frauen, ja, egal was ich jetzt sagen würde, egal was ich jetzt sagen würde, ich werde eh gehatet, also denkt euch das, was ich denke. Digga, solche Videos sind so dumm, Rap früher versus Rap heute, versus Rap heute einfach traurig, Digga. Er vergleicht 50 Cent, ein Ami-Rapper, mit AZ. Oder Suna. Hä? Was ist das denn? Normal! Fucking sleeper, man. Zu Smurry, danke dir für den Prime. Echt gar keinen Sinn. Mein Sohn hat sich so... Digga, der Typ, ne? Wu-Gang. Wie der berühmt geworden ist. Also wirklich. Ich
Der hat einfach, guck mal, der steht am Bankautomaten, klaut sich das Geld und rennt einfach weg. Hat so Videos aufgenommen, wie er wegrennt. Und der Typ, der hat ein... So ist der berühmt geworden. Oh nein, nein, geschieht. Guck mal, wie er jetzt wegrennt. Bunga hola gangster no sen. Yo boda le eti no sen. Hola gangster no sen. I'm on a gangster. Hola gangster. Bunga hola gangster. Ich kenne dich. So ist er berühmt geworden, Digga. Heute ist er irgendwie jetzt, ich weiß nicht, was er jetzt macht. Ich glaube, der ist jetzt irgendwie so weiß nicht. So ich glaube, der ist jetzt so zum Christentum oder so konvertiert. Ich weiß gar nicht. Kauzi mit 2 Euro. Yo Monte, ich wollte nur mal sagen, dass ich Bruder, aber das musste okay. Hier steht sogar noch ganz groß, ich kann es laut vorlesen. Wenn du mal Lust hast, eine vernünftige Frau zu daten, meine Mutter mag dich sehr gerne und schaut dich parallel auch. Grüße an meine... Digga, ich habe wirklich alles im Internet gesehen. Stell dir vor, da ist ein Typ, Digga. Er stellt einfach seine Mutter vor, damit... Ich glaub's nicht. Ich schwöre, ich glaub's nicht. Das Ding ist auch, er meint doch wahrscheinlich full ernst, ne? Er meint doch wahrscheinlich full ernst. Der wird wirklich seine Mutter verkaufen. Das hat Monte extra gemacht. Ja, wo soll ich das wissen? Ich hab doch nur diesen Clip gesehen. An meine Mutter, dein Kauzi. Sehr cringe, Digi. Kauzi mit zwei... Digga, der hatte seinen Arsch einfach im Gesicht. Der Arme. Ey, Katzenwascher Jerry, danke dir für deine 300 Bits. Kuss, Roman. Wie klärst du Frauen? Ich weiß nicht, geh sie fragen, wie ich sie geklärt habe. Kann sie herkommen? Wie heißt sie nochmal? Nadine? Wie heißt sie nochmal? Den Namen nicht. Achso, das war gerade. Noch frisch. Wie hat er dich geklärt? Wir haben nochmal geschrieben und dann wollte ich shoppen gehen und er ist mitgekommen. Hast du gewusst, er wusste gerade deinen Namen nicht? Schäm dich. Er lügt. Schäm dich. Ne, er will nur zwischen uns kaputt machen. Vertrau mir. Nein, Spaß, er wusste den Namen. Wie heißt sie nochmal? Wie klärst du Frauen? Safe. Was ist das für ein Scheißclip? Warum hab ich den... Das hab ich wahrscheinlich aus Versehen geliked. Hey, can I get a pizza, bro? Bro, can I get a pizza? Bro, can I just get a pizza, dog? Dog, please. Please, dog, can I just get a pizza? Stell dir vor. Hey, can I get a pizza, bro? Dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden. Oh mein Gott, der wurde so hochgenommen. Deutsche Gedichte gelernt werden. Dass wieder mehr deutsche Volkslieder gelehrt werden, dass deutsche Gedichte gelernt werden, dass wir auf unsere deutschen Dichter und Denker wieder mehr in den Schulen würdigen. Ich finde, wir müssen schon relativ viele Gedichte auswendig lernen. Was ist denn Ihr Lieblingsgedicht eigentlich? Deutsches Lieblingsgedicht. Mein Lieblingsgedicht ist, müsste ich jetzt mal überlegen, fällt mir jetzt gar keins ein. Perfekt. Nein. Stark. Dass wieder mehr deutsche... Einfach der Beweis... Das ist der Grund, warum ich nicht mit Politik befasse. Weil jeder Schwanz einfach redet und keiner macht. Deswegen befasse ich nicht mit Politik. Wirklich. Digga, ich muss noch dieses Wahlomat oder sowas machen, weil ich weiß nicht, nächste Woche oder so sind Wahlen und ich habe gar keine Ahnung, was für Parteien es gibt und irgendwie etwas. Aber ich weiß, dass man wählen sollte. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Einfach Celo. Ey, Junge, Mutter ist im Knast heute zu Besuch, Sam Hayden. Wahrscheinlich Celo, oder? Hoffentlich geht's dir gut. Wahrscheinlich Celo. Heide, tschüss, Abibi. Butzbach, Erwachsene. Wer ist da? Lea, ich hab was Leckeres zu trinken dabei. Du weißt doch, dass ich nur Wasser trinke. Das hat alles viel zu viel Kalorien. Schau mal, die Limo ist aus Zitrone und Limette. Ganz ohne Zusatzstoffe, mit Kohlensäure und hat ganz wenig Kalorien. Digga, ich muss eine Sache sagen, ne? In Deutschland gibt es so viele Leute, die Cloud haben und einfach so krank unlustig sind. Das ist ja heftig. Also ich sag euch ehrlich, boah, ich finde richtig, richtig, richtig wenige, die ich feier und die ich lustig finde. Was likest du, um euch das zu zeigen? Das ist Werbung. Ja, ich weiß, dass es Werbung ist. Ich wollte euch das nur zeigen. Aber damit will ich einfach nur sagen, so, wie kann man das lustig finden? Welcher Schwanz hängt zu Hause und lacht darüber? Das frage ich mich. Das klingt wirklich gut. Lass uns das gleich mal probieren. Junge, du bist jetzt 20 Mal in mein Zimmer gekommen. Was ist los? Ich habe jetzt 20 Euro, aber das reicht nicht. Ich brauche noch 5 Euro. 20 Euro reichen nicht! Halt mal dein Maul! Diese scheiß Tortellini kosten 2 Euro, was zu 20 Euro reichen nicht! Wie lange ist mein Ohr abgefallen? Ich will doch Getränke und Süßigkeiten holen, hast du doch gesagt. Wenn du willst, dann holst du noch ein, zwei Sachen, aber... Wie viel kosten diese Tortellini, sag mal?
Wahrscheinlich reichen 20 Euro nicht. Die will ich so. Nein, ich nicht abgehoben. Ich würde dir sonst Geld geben. Aber die Dinger kosten 2 Euro, ne? Ist euch bewusst? Aber ich soll ja nicht nur Tortellinis kaufen. Ich sollte doch auch Getränke und Süßigkeiten holen. Ja, okay. Ich habe leider kein Geld. Junge, du Bastard, Mann. Ich hab nur 50 Euro. Ich habe nur 50 Euro. Ja, egal, lass mal. Warte, ich habe Kleingeld. Dann zahl ich mit Karte. Nee, lass mal stecken, ganz sicher falsch. Ich hab, warte, chill, ich hab was? Zwei, ich hab 5 Euro. Wenn du so 2, 2, 1 hast, ist okay. Oha! Weil 50 Cent tragen ist zu schwer, oder was? Nein, Spaß. Wenn du 2, 2 hast, nein, nein. Oh. Junge, wie wirfst du? Hast du doch sogar. Was hörst du da? Ja, stimmt. Ich kann dir auch 50 geben und du gibst mir die 20 wieder. Ja, die 20 jetzt? Ja. Ja, das sind dann aber 30. Ich wollte doch nur 25. Gibt's eine Donation für Nudeln mit Käse? Ey, warte mal, warte, warte. Danke dir für deine 200 Bits, Bro. Kuss. Ich geh jetzt los. Ja, geh los. Was denn noch? Nichts, hol irgendwas. Ja, hab ich noch gesagt. Ich sag euch was. Bei uns, in unserem Freundeskreis, also in meinem Freundeskreis, gibt es eine goldene Regel. Wenn einer von uns schläft, darf der andere nichts machen, Bruder. Weil Digga, was er jetzt erzählt, ne, das glaube ich, das kann ich nicht, also wenn das stimmt, gottlos. Das ist ehrenlos. Wenn man schläft, ist man wehrlos. Man ist praktisch tot. Man ist so gut wie tot eigentlich. Man ist tot. Oder nicht? Weil du bist wehrlos, du kannst nichts machen. Verstehst du, was ich meine? Und also ich hab Kollegen, die sind nicht so eng mit mir befreundet, aber die haben mal was richtig Ehrenloses gemacht. Der eine Kollege hat bei seinem anderen Kollegen einfach, als sein anderer Kollege geschlafen hat, der hat dem einfach Jarak in den Mund reingemacht. Ihr wisst, wen ich meine, Digga, oder? Digga, das ist gottlos. Das kannst du nicht machen. Und wenn das stimmt, das ist wirklich... Du kannst doch... Ihr wisst, wen ich meine. Der hat mit Video gemacht, einfach Jarak in seinem Mund, während er geschlafen hat. Da habe ich zu meinem... Digga, stell dir vor, du stehst auf und du hast einen Schwanz im Mund. Wirklich, du wachst auf und denkst... Freundeskreis gesagt, Leute, so weit gehen wir nicht. So weit gehen wir nicht. Also Jarak in den Mund, das geht gar nicht. Das ist echt eklig. Das ist richtig gottlos. Wasser und sowas, okay, aber Jarak in den Mund, das geht gar nicht. Bruder. Jarak das geht im gar Mund. Nicht. Das ist eklig. Warte mal, was ist das? Jetzt eigenen Clip geliked? Eigenen Clip geliked? Einfach alle meine eigenen Clips geliked. Boah, das war immer... Boah! Kennt ihr das? Einer saß vor euch, ihr hattet Langeweile in der Schule, ihr werft den so die ganze Zeit ab. Ihr werft den so die ganze Zeit ab und er ist erstmal noch ruhig so. Und dann irgendwann mal kommt dieser Moment, boah, das geht nicht mehr, das geht nicht mehr. Und dann ist vorbei, dann rastet derjenige aus. Baller, fuck keiner, ich schwöre reich. Baller, will er reich. Was? Was hat Sascha geschrieben? Schau auf WhatsApp, da ist was wegen FIFA. Hä? Wer, was war, hä? Ja, schreib den, Sascha. Kannst du den schreiben? Das wäre krass, wenn wir FIFA früher kriegen können. Wallah, wir das erste Mal gekocht und es. Digga, die haben einfach ohne Backpapier gemacht. Bro, du machst aber kaputt. Ich wollte von der Seite meinen Teller haben. Bro, Monaco. Bro, Töwe, du darfst nicht mehr fassen. Ich bin lost. Ja, einfach ohne Backpapier. Machen. Wallah, du hast verkackt. Was machen die? Wallah, wir erste Mal gekommen. Eieiei. Guten Appetit, Haram Parashmi. Digga, die dreckigen Kanaken. Ich schwöre, es wird immer ehrenloser. Es wird immer ehrenloser, auf was für Ideen die kommen, ich schwöre.
Respekt. Wer macht Business? Ich nehm dir dein Para weg. Kappe tief. Digga, er hängt einfach in diesem scheiß Brunnen, Digga, mit so einem scheiß Fisch, mit so einem Ding, womit du eigentlich Fische irgendwie, keine Ahnung, rausfischst. Guten Appetit. Haram Para schmeckt. Wer macht Business? Wirklich, krass. Ja, und das ist genau das Problem. Man kann es Männern nie recht. Ich finde das immer so lustig. Und ja, ich sitze hier gerade wie ein Mafia-Boss. Dass Männer mich hasse kann. Meine Schwester will in meinem Video sein. Weißt du, das Einzige, was Männer machen können, ist Ja, und das ist genau das Problem. Einfach er ist selber ein Mann. Stark. Krass. Fabi, Ulus, danke dir für dein Prime. Oder es kann auch sein, dass er divers ist oder irgendwie. Was gibt's noch so für Sexualitäten? Man kann es Männern nie. Weiß nicht. Hast du dir schon mal selber deinen Wikipedia-Artikel durchgelesen? Ich werde Vater und ihr wisst ja, dass ich eine Katze habe und die ist einfach schwanger. Ich werde Vater und ihr... Digga, ich glaub's nicht. Oh, oh, sorry, buddy. Also wer darüber lacht, ist wirklich gottlos, sage ich ehrlich. Wer darüber lacht, das gehört sich einfach nicht. Finde ich echt cool, dass er das gemacht hat. Ich hätte mir nur gewünscht bei dem Song, dass er ein bisschen mehr wirklich gesungen hat. Also er hat einfach nur so gesprochen, finde ich. Und das ist ein guter Clip von Knossi. Der sagt, ich hätte nicht gesungen in dem Lied. Ich würde gerne mal Papalatte singen hören. Wollt ihr mal Papalatte-Song hören? Pass mal auf, ich zeige euch mal, was Papalatte singt. Und der fängt an, bei mir irgendwas zu erzählen. Hör mal dem seinen Song. Ich stehe auf richtig harte Landesschwänze. Das glaub ich dir. So what they say, what they say. Wie er jetzt aufsteht und sagt, nimm Schwanz. Schwänze hart, ich stehe auf dickes Box. Dann nimm. Ich stehe auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Dann nimm doch. Aber auch. Dann nimm doch. Auch meine Brüste sind voll in Ordnung. Meine Brüste sind auch cool. Ich stehe auf Cox. Junge, was hat er sich gedacht? Ich schwör's dir. Wirklich, was hat er sich gedacht da? Ich war hier am Jalan, Bruder, Missionar, Bruder. Ich geb mein Bestes, Bruder. Ich schwitz, keiner weiß, Bruder. Walla, Flut, Digga. Wasserfall, Digga. Ich geb übelst. Würg mich, schlag mich, keine Ahnung, Bruder. Ich geb ihr rechts, links, ich geb ihr sogar Fäuste, Bro. Ich geb ihr Fäuste, Digga. Und sie steht drauf, Digga. Sie stöhnt, mach weiter, Bruder. Ich hab sie halb tot geboxt, Bro. Später, Digga, die guckt vor den Spiegel, die so, was hast du mit mir gemacht? Malte, was hast du mit mir gemacht, Mann? Wie auch rumschreit, Junge. Was ist ein Schwarzer vor Gericht? Digga, das war, als ich den das erste Mal gesehen hab. Als ich den das erste Mal gesehen hab, ich hab mich tot gelacht. So. Er hat so reingeschissen mit dem Joke, ich schwöre. Was ist ein Schwarzer vor Gericht? Schwarz. Was ist ein Schwarz? Wie die sich gegenseitig angucken, guck mal. Schwarzer vor Gericht. Schwarz. Dieser Bra-Moment. Ey, Digga, dieser Bra-Moment, die gucken sich gegenseitig an. Was ist ein Schwarzer vor Gericht? Schwarz. Was ist ein Schwarz? Na, geil. Warum ist man so eine Missgeburt? Da steht Schau an die Decke. Okay, man denkt sich, man guckt an die Decke und da steht einfach. Du kleiner Hurensohn. Warum ist man so eine Missgeburt? Auch noch dieses Haha, so richtig groß geschrieben. Ey Bruder, so. Ja, hier, das ist doch Mutter mit Kind. Ja, warum nicht Vater mit Kind, fragt man sich. Warum nicht Vater mit Kind? Boah. Wohlgemerkt, Bewohner. Ich persönlich fühle mich als Frau dann nicht angesprochen. Oh. Wirklich. Einfach. Digga, wenn man an dem Punkt angelangt ist, dass man sich über sowas Gedanken macht, dann weiß man, okay, es gibt zu wenig, also diese Menschen haben zu wenig Probleme. In meiner Opinion. Sag ich einfach so. Mir scheißegal, was andere Leute denken. Wir stehen hier in einem ganz normalen Schilderwald. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich... Ja. Diese Werbung aus The Weird Champ.
Ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst vor der Nadel habe. Hattest du auch Angst, als du dich botoxen lassen hast? Ich lasse mich nicht impfen, weil es mir zu lange dauert. Aber jedes Wochenende vorm Club Schlange stehen. Vorher drei. Ich lasse mich nicht impfen. Starkes Argument. Weil ich nicht weiß, ob es sicher ist. Weil ich nicht weiß, ob es sicher ist. Alter, ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass du nicht an Corona erkranken willst. Ich lasse mich nicht impfen, weil ich... Stark. Oh, really, I would rather be at home or by my... Digga, guck mal, wie geil das aussieht. Guck mal. Guck mal, wie gut das aussieht. Digga, das sieht aus wie bei NBA 2K. Und dann gucke ich bei mir auf den scheiß Dings. Dann gucke ich bei mir auf meinen scheiß Schulhof und dann haben die nicht mal so eine scheiß Schaukel, weil irgendein Fettsack da raufgegangen ist und ist kaputt gegangen. So eine Scheiße. Wie habt ihr eure Eltern eingespeichert? Was ist das? Nichts gegen Übergewichtige, ich bin auch nicht gerade übel denn. Mutter habe ich gar nicht eingespeichert und mein Vater habe ich Pappe. Deine Mutter hast du gar nicht eingespeichert? Ja, wie soll ich die einspeichern, wenn die tot ist? Du Mann! Es ahora dos besos donde quieras. Ahora tú, a ver, dale un beso. Y ahora le puedes dar dos besos donde quieras. Muy bien. Hostia, perdonad que en verdad aún no nos hemos presentado. Sí. Te ha dejado pintalabios y todo, ¿eh? Yo soy Lilian. ¿Cómo te llamas? El Ilias. ¿Y tú? Rashid. Rashid. ¿Y tú, perdona? Miguel. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? Miguel. ¿Es un chico? ¿Cuántos años? ¿Tienes? Miguel. 21. Er versucht mit Payback-Karte zu bezahlen, Digga. Der Arme. Ich schwöre, das ist sein letzter Ausweg. Er will doch nur seine Kippen. Zeig ihm ernsthaft das Bild. Da geht von hier so ungefähr Übergang los. Digga, ich kenne den ganzen Clips gar nicht mehr. So Ding, ein Strich, Alter, er rasiert bis hier oben, Mann, er geht Maschine so direkt, Digga, ich sag, was machst du? Ich schrei direkt, er sagt mir, du willst doch Seiten auf 0, Digga, ich sag, ich will Seiten auf 0, aber mit Übergang halt, hier 0 und da Übergang, da Strich, ich hab dir ein Bild gezeigt, ich halte das Bild noch so beim Schneiden, ich halte das Bild, wo sind die Haare, Mann, und da macht er, und da wollte er retten, er wollte retten, er macht hier, Digga, schon wie ich ausschau, wie ein Huhn am Wie ein Huhn. Wie ein Huhn, sagt er. Was ist das? So bin ich 2010 rumgelaufen. Kurdo-Zeiten. Zeig ihm ernsthaft. Kurdo-Zeiten. Stark, Alter. Ja. Hallo? Was geht? Alles gut bei dir? Was war das? Ja, bei dir? Du hast schöne Tattoo. Zeig mal dein Tattoo. Geil. Zeig mal, hast du noch mehr Tattoo? Ich kenne die ganzen Clips gar nicht mehr. Wow. Noch eine, bitte. Guck mal, mein Vater. Wallah. Ich bin auch hier. Wie, alles gut? Nein. Der Arme, Digga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Das ist so unangenehm. Wie geht's? Ja. Hallo? Bruder, ich kann einfach nicht Leute, Bruder. Aber er redet mit Polizei, als wären die zusammen Shisha-Bar. Egal, Bruder, egal. Wallah, ist egal. Für mich ist egal. Ich kann mal, Bruder, ist alles wissen. Wallah, Bruder, wenn du weißt. Ey, Bruder, Wallah, ist von Billah. Was ist denn mit dir los? Er sagt, was ist mit dir los? Aber ich hab gar nichts gemacht, Bruder, und ich kann einfach nicht... Wenn du gerade mit deiner Freundin am Vögeln bist, es klingelt nachts um 1:30, du denkst, scheiße, wer ist das denn, irgendwas Wichtiges, gehst an die Freisprechanlage und auf einmal steht da ein Zuschauer mit McDonalds in der Hand und fragt, ob er hochhauen kommt, kann er hat McDonalds mitgebracht. Digga, ich schwöre, ich kann das nicht. Ich stell mir die Situation vor einfach. Vor allen Dingen, was denkt er sich? Was denkt er sich? Denkt er sich, oh, ich hab McDonalds dabei, oha, der kommt direkt hoch. Bruder, du willst. Ich würde den hochholen, würde seine Meckes-Tüten abziehen und dann erstmal Tür zumachen. Ich würde sein Essen auch noch mitnehmen. Nicht wissen, wie du dich in dem Moment
fühlst. Wenn du gerade mit deiner Freundin am Vögeln bist, es klingelt nachts um halb. Ich will immer mehr. Die krosse Krabbe 2. Hier ist Brot zu 15 Sekunden erklärt. Herzlichen Glückwunsch an Sie, Mr. Krabs. Hallo, ich mag Moneten. Was hat Sie dazu inspiriert, eine zweite krosse Krabbe direkt neben dem Original zu bauen? Moneten. Ich schwöre, das ist einfach 1:1 EA. Kurz meine Blaze morgens aufwecken. Fucking Sleeper, man. Boah, das ist wirklich richtig gottlos. Das wirklich. Ey! Hä? Warum geht das nicht? Wo? Wo waren wir? Da waren wir. Hey! TikTok down? Echt jetzt? Warum geht das nicht? Warte mal. Vielleicht ging das einfach nicht. Ich wollte gerade schlafen gehen. Ich habe ein paar Snaps angeguckt. Auf einmal sendet mir eine kleine... ein Snap, wo sie geschissen hat und sagt, ah, da sind noch ein paar Maisstücke. Ich wollte gerade schlafen gehen. Digga, ich schwöre. Digga, wie kommt man auf sowas? Ich schwöre. Wie kommt man auf sowas? Ich glaub's nicht, ehrlich. Alles gesehen. Danke euch für eure ganzen Primes. Danke dir, Chris. Kurac. Dein Kinderschatz und ich deine Mutter haben. Was mache ich hier, ja? Fabian N. ist eine geile Sau. Ich, Fabian, du Hurensohn. Ja, Selle, mir hab nur einen Kollegen gegrüßt. Dann blast deinen Kollegen ein, du Hurensohn. Geh mich auf. Boah, Digga. Wie genervt er ist. Ich sag, folgt Talkshow. Ich dich und deine Talkshow, Kafferlar. Ich dein Kaffer, du Peach. Bin live. Dann deine Mutter live, Hurensohn. Motz sind alles Schmutz, dann verpiss dich, du Peach. Kein Bock mehr. Matt, warum hast du dir einen 7er statt Esther? Weil ich kann, du Peach. Was macht ihr auch da? Aber warum geht ihr da hin? Dafür gebannt. Halt deine Fresse, wenn Motz dich bannt, bist du gebannt, du Peach. Guzmando Lutscher, du Peach. So, was juckt deine kleinen Lutschpastillen? Was juckst du mich, du Sohn? Oha, Digga, wie sauer ist er? Hasse Erdogan. Ja, dann hast du Pech gehabt. Was juckt uns das? So, kommen wir zum letzten. Bannt mich. Tja. Perfektes Ende. Perfektes Ende zum Entbannungsanträge. Der letzte schreibt, bannt mich. Also, was soll ich noch großartig sagen? Viel Glück noch. Doch, danke dir, Kollege. Und ich will dich ja nicht mal entbannen, weil wie unverschämt wäre ich. Ich bin so enttäuscht von Eli. Ich suche ihn seit einer Stunde hier drauf. Feuerzeichen sowieso. Ich bin Luftzeichen. Luftzeichen fühlen sich immer vom Feuerzeichen angezogen. Ja. Ich glaube, die ganzen Clips hier sind. Oh mein Gott. Gottlos, Digga. Gottlos. Vor allem, wie kommt man auf sowas, Digga? Wie kommt man auf sowas? Und wer macht dieses Video? Bruder, bitte lass mich diese Maske aufziehen, bitte! Nein, Bruder, Corona, Bruder! Bruder, bitte! Nein, bitte! Bruder, bitte! Jetzt! Los! Letzte Warnung! Deine Lehrerin zockt RP. Ansonsten knallt! Verpisst euch! Jetzt! Letzte, wie lieb sie das sagt! Letzte Warnung! Letzte Warnung! Die Boys Abmarsch! Ansonsten gibt's Schüsse auf die Reifen! Verpisst euch jetzt! Hopp! Kasala! Diese Voice Cracks sind auch so gut, Digga. Ja, mach! Verpisst euch jetzt! Zu! Wollen wir direkt verfolgen? Wir haben damit gerade jetzt! Los! Also, ich bin nämlich Mondzeichen Zwilling und es war krass, mein Toll.
I'm still outside with the grip. What? What you expect, my jewelry? Stark. Who's winning the East? Who's gonna win the East? Warte mal. Wo war dieser eine Clip? Da war mit Abstand mein Bester. Was ist das hier? Yeah, every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot. Fucking sleeper, man. Rapstar, danke dir für dein Tier 1. Gottlob. Also wer darüber lacht, sage ich euch ehrlich, das gehört sich nicht. Das gehört sich echt nicht. Was ist das? Oh mein Gott! Stop! Oh my god, I literally can't do anything about it, stop! Oh no! Wie kommt man auf die Scheiße überhaupt? Das frage ich mich. Warte. Wo war dieser eine Clip? Das war mit Abstand der beste. Ehrlich. Was ist das? Das ist meine Zeugnisvergabe. Du kriegst richtig Scheiße. Ach, ich will da unbedingt hin. Oh, ich bin so sauber. Warum wurde ich gestern geimpft? Warum gestern? Das ist meine Zeugnisvergabe. Ey, ich sag ehrlich, es klingt zwar gottlos, aber ich fand in der Schule es wirklich. Ich weiß auch nicht warum und vielleicht mache ich mich ein bisschen unsympathisch damit. Vielleicht finden einige Leute das unkorrekt, aber wenn Mädchen geheult haben, so wegen so einer kleinen, belanglosen Scheiße, Digga, ich hab immer gelacht. Ich gebe ehrlich zu, ich hab mich immer kaputt gelacht. Ich fand's immer zu lustig. Wirklich, als sie wegen irgend so einer belanglosen Scheiße, wenn die sich kaputt gelacht haben, ich hab mich bepisst wie nichts anderes. Wirklich, das war immer mein Highlight in der Schule. Sag ich euch ehrlich. Aber auch wenn's ein Typ war. Ey, Chat. Zum Glück sind wir da derselben Meinung. Guck mal. Soll ich mir auch so eine Mailbox machen? Was geht, Homie? Ich bin's, Justin. Ich hab den Anruf verpasst. Ruf mich noch mal in einer Stunde zurück. Und wenn du ein Bulle bist, dann bin ich Markus. Markus aus der Springfield Street. Ah, ciao. Großer King, Digga. Ey, warte. Was gibt's hier? Warte mal. Wo war dieser eine Clip, Mann? Der war zu krass. Der war viel zu krass. Die Mitarbeiter dachten, ich hab keine Maske auf. Der arme, Digga. Der arme. Ey, wo war dieser Clip, Mann? Ich muss den finden. Oh Lord, Jason made another one. Ha, packing the mail, it's gone. Hört auf zu lachen, Chat. Oh Lord, Jason made another one. Ha, packing the mail is. Das Ding ist, ich find's nicht lustig, dass sein Links abgefallen ist. Ich find's lustig, dass er am Ende da stand und dass seine Hand noch überfahren wurde. Oh Lord, Jason made another one. Ha, packing the mail is. Hashmidi, danke dir für deine 2 Subgifts, Bro. Aber natürlich mache ich mich hier nicht über Behinderte lustig oder sowas. Where are you from? Fucking sleeper, man. California. Okay, that's what's up. What part of are you in LA? Oh no shit. What part? Where you stay? Rate me on a scale 1 through 10. Shit. I would say, like, I don't know. See, I have a girlfriend. I'll say, like, an 8, 8.5. What about me? What do you rate me? You a 9. You fine, though. You know, I usually don't go for white guys. Was ich am krassesten bei so Sachen finde, bei so Videos, wo sie sich als Frau ausgibt, oder ist eigentlich ein Mann, die Stimme von denen ist aber auch immer so krank tief,
Das ist das Lustigste. But do something. Do something different. Ich hab Hunger, danke dir für, danke dir für that you want. Spendest, damit man deinen Namen sieht, du Hurensohn. Damit man deinen dreckigen, verfickten Namen sieht, sehe ich, spendest du, du Hurensohn. Nicht, um mich zu unterstützen, du Hurensohn. Aber wenn er eurem zieht, der 1 Euro zurück, ja? Er spendet 5-mal 1 Euro, damit man 5-mal seine Mutter sieht im Video und danach zieht er 5-mal zurück, du Hurensohn. Wegen dir ist mein PayPal auf Blacklist, Alter. Hurensohn. Ich mach Geschäfte mit Bitcoin, mit alles Mögliche, mit dieser scheiß PayPal-Adresse. Ich kann nichts überweisen. Ich kann nichts überweisen. Wallah billah, ich kann einfach nichts überweisen. Wegen dieser Hass, Digga. Wie? Aber diese Beleidigung ging natürlich nicht klar. Ein kleiner Hund fahr ich jetzt zur Arbeit. Wuff, 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 ich bin ein Hund! Ich schwöre, wenn man sich nicht festhält, man fällt jedes Mal so hin. You are not! Wo war das nochmal? Ey, der ist auch krass, Mann. Wo Chef Strubbel fast angefangen hat zu heulen. Digga, da hab ich mich auch bepisst. Verbündeter. Fuse, 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 Fuse! Bro! Oh mein Gott. What are you doing? Ey, Digga, er sieht aus wie so ein Obdachloser. Zu krass. Bitte, Mann! Sie war voll auf Fuse, nicht? Ich glaube, da hat er das einen 24-Stunden-Stream gemacht, glaube ich. Bro! Ich kann nicht mehr, Mann! Ich hab das live gesehen, da war ich mit Kev im Discord, wir haben uns totgelacht. Dieses verf***te Drecksgame! Ja, ich krieg minus 20, ich krieg minus... Ich gebe das Handy weiter an eine, die Instagram studiert hat. Und ich gebe das Handy weiter an die Person, die bisher jeden Keksdieb ermitteln konnte. Hallo Leute, mein Name ist Bushido und ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg. Ich habe gehört, ihr habt ein unfassbares Konzept an den Start gebracht. Ey, gerade jetzt in diesen schweren Zeiten drücke ich euch die Daumen, dass es gut ankommt. Ey, wirklich. Wie Leute auf solche Videos kommen, ist wirklich krass. Ehrlich. Warte mal. Alright. Give me your words. Roast me. Alright. Aber ich sag euch ehrlich, der Typ hat das Video aufgenommen und nimmt das ja selber mit Humor. Also eigentlich kann man darüber lachen. Oder nicht? So schlimm ist es nicht, glaube ich. Also. Was, wo war dieser eine Clip, Mann? Oh, der ist richtig stark. Frage, was gibt es daran nicht zu verstehen, wenn du einem Polizistin sagst, ne? Ich habe meine Sachen nicht dabei. Mein Name ist hier. Hier ist ein Foto von meinem Personalausweis. Ich habe meine Sachen nicht dabei. Ja, aber sie haben ihre Sachen nicht dabei. Die muss man dabei filmen. Ja, gute Frau, ich weiß, dass man die dabei filmen muss. Ich habe sie aber nicht dabei gehabt, weil ich nur kurz was einkaufen wollte. Ich habe sie in der Bauchtasche vergessen gehabt. Das tut mir leid. Ja, aber nächstes Mal müssen sie ihre Sachen dabei haben. Kallas, nächstes Mal habe ich dabei. Entschuldigung, tut mir leid. Hier ist mein Name, kooperativ. Ja, aber so ein Auto fahren, aber ich Sachen nicht dabei haben. Kallas, gut, nächstes Mal, ich nehme meine Sachen mit. Okay, gut, jetzt. Okay, gut. Ja, also finden Sie nächstes Mal, es gibt ein Verbahngeld, ist nicht gut. Kallas, ich fick deine Mutter, du Hurentochter. Ich fick deine Mutter. Hast du jetzt verstanden? So. Mein Gott, Alter, ja. Oh. Frage, was gibt es daran nicht? Digga. Wie genervt er auch einfach wirklich ist. Man merkt das richtig in dem Video. Darüber lachen wir nicht. Was geht? Nix bei dir. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Kissen von Nike gesehen. Das da hinten? Also, das ist von meiner verstorbenen Schwester. Egal, war sowieso eine Kachi. Was? Ja, moin. Digga, sie sagt, war sowieso eine Kachi. Was? Noch nie so was Gottloses gehört. Also, wenn das real ist, dann... Post your squad and then... When I met you in the summer... When I met you in the
Summer. Das ist so krasse Spicker. Boah, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Okay, cool. Digga, wo ist dieser eine Clip, Mann? Ich glaube, der ist schon vorbei, ne? Ich glaube, der war schon. Oder? Ja, ich glaube, der ist... ich glaube, ich habe den Medi sogar auch mal geschickt. Warte mal, ich guck mal. Ich kann ja bei Direktnachrichten gucken, oder? Not message. Ah, das ist der falsche Account. Ah, scheiß drauf. Dann doch nicht. Was ist das? Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Hauptsache, er will so richtig anzetteln, Digga. Er will so richtig anzetteln, damit sie so dastehen wie die größten Hunde. Und er kommt so in die Ecke. Papa. Wir haben mich von meinem 12-jährigen Sohn entfernt. Keiner kümmert sich drum. Da ist er. Super. Wir haben mich von meinem... Oh mein Gott. Nina, danke dir für deine 4 Monate. Los. Ich sag euch ehrlich, die Taktik hat Leben gerettet. Ich sag euch so, wie es ist. An alle Jungs da draußen, die Taktik hat Leben gerettet. Ehrlich. Unser komplettes Leben gesaved einfach. Wirklich. Ohne diese Taktik, wir wären raufgegangen, Mann. Das wäre, ehrlich. Ich sag euch ehrlich, in der Schule, ich weiß nicht warum, aber in der Schule, du hattest einfach so viel Langeweile, da ist einfach nichts passiert. Da ist einfach nichts passiert. Wirklich. Und dann, keine Ahnung. Und dann kommt, aber die Taktik hat Dings Leben gesaved. Und sowas verdient 50.000 im Monat. Warum, danke für die Uhren. Stark. 3, 2, 1, go! Oh mein Gott. Digga, der Typ kommt so in die Hölle, ne? Der Typ kommt so in die Hölle. Oh mein Gott. Get him out. Get him out of here. Digga. Year. Got my nigga chillin' on the couch. He gon' be happy when I put my dick inside his mouth. Nigga, what? Year. Got my nigga chillin' on the couch. Digga, ich hatte aber auch einen Clip, Digga. Da war so einer, so hinter so einer und hat so die ganze Zeit so gestöhnt. Der war auch krass. Und dann guckt sie so nach hinten und denkt sich, what the fuck. Ich weiß aber nicht mehr, wo dieser Clip ist. Der war echt auch richtig, richtig stark. Ein bisschen weiter runter. Was hab ich denn hier noch? Fucking sleeper, man. Das ist, Chat, auch kleiner Leak von unserem Mod Elias. Hier, warte. Das ist er. Falls ihr mal fragt, wie meine Mods in Real Life aussehen. Was gibt's hier noch? Das! Jetzt kommt der krasseste. He visited one of the largest dicks in the country. Yo, we close today. I'm close today. No, go home. No. He visited one of the largest dicks in the country. Warum heißt das auch dicks? Warum heißt das dicks? Yo, we close today. I'm close today. No, go home. No.
He visited. Digga, wie er auf die Idee kommt, ich schwöre. Krass. Ehrlich, krass. I hate all men, but when... And I was running far away, would I run off the wall someday, nobody... Er nimmt die Schuhe mit. You are not... Das ist gut. Warte mal. This is my cum, this is my cum. Danny? Digga, was ist das? Bist du dumm? Das ist... Das ist gut, Fanny? Was ist daran, Fanny? This is my co- Rohat League? Ich bin süchtig nach Marihuana. Und Crystal Meth. Und Crack. Ich bin süchtig nach... This is my call. Danny einfach Humor. Einfach Humor behindert, der Junge. Wirklich. Der Junge hat ein ganz großes Problem. Hey, kannst du mir mal erklären, wie ich zur Crenshaw komme, Mann? Hör mal, du Vogel, beweg deinen verkrusteten Arsch hier weg. Ich lutsch dir auf deinen Schwanz, wirklich. Was erzählst du mir da? Ich werd dir auf deinen Schwanz lutschen, Kumpel. Okay, du machst jetzt folgendes, Kumpel. Geh vor zur Ecke, dann ungefähr 3 Blocks runter vor der Ampel rechts und schon bist du auf der Crenshaw. Danke, Mann. Schon gut. Ich, Und so einfach machst du dir eine süße Mahlzeit nur mit 3. Was ist das? Was sind das für komische Videos? Ich glaube, diese Videos hier. Was ist das? Was wir gelernt haben, Kohlenstoffmonoxid ist gar nicht gut für die Lunge. Hey, und deine Werte, die gehen hoch, Bruder. Hey, Walla, bei dir klingelt, Bruder. Du kackst ab. Was du kackst ab. Kohlenstoff. Junge, was ist das für ein Video jetzt? Bevor es irgendein Spaß ist. Was sind das für Blödmänner? Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie der Betreiber dieses Kuriositätenstands? Ja, ganz richtig. Wie ich höre, verkaufen Sie diese seltene Trinkmütze. Ausverkauft. Ich muss Ihnen sagen, dass ich bereit bin, sage und schreibe $500 für diese Mütze auszugeben. Augenblick mal, ich gebe Ihnen $1000 für diese Rarität. Ich gebe Ihnen $100,000 in bar für das... Ja, ich werde FIFA dieses Jahr spielen. Morgen spiele ich FIFA. Gutes Stück. Ich habe Bock auf FIFA. Ja, okay. Warte. Hä? Ich weiß nicht, so richtig mein Traum, Mann. Wirklich. Ja. Definitiv er. Ja. Warum, Digga? Ein stylischer junger Mann. Der erfolgreich bei Frauen ist, würde ich sagen. Junge, also wirklich. Und weiß auf jeden Fall, dass er Frauen mit dem Duft anziehen kann. Also, Digga, hast du mich hops genommen, du Wichser? Wie ich die Thrombosen bekommen habe, das wissen wir leider nicht. Und die Ärzte wissen auch nicht, warum. Wir wissen nur, dass sie halt immer noch... Ach so, wegen Push-to-Talk. Oh mein Gott. Ich schwöre, Das gehört nicht mal in die Kategorie. Ich schwöre, das gehört nicht mal in die Kategorie gottlos, wirklich. Noch gebildet werden, obwohl ich Blutverdünner nehme. Und wenn ich das hier am Hals nicht habe, würde ich einfach ersticken. Boah, das ist echt gottlos, Mann. Weil ich nicht mehr atmen könnte. Auf Monoxid ist. Bruder. Ich schwöre, derjenige, der das hier reingeschickt hat, du bist wirklich. Ich weiß es wieder. Papa, hier, hör mal, der Witz des Tages. Pass auf, Scherzfrage, ja? Welche Beilage
fressen Hunde am liebsten zum Fisch? Na? Weiß ich nicht. Bellkartoffeln. Bellkartoffeln. Ja, Jens. Ganz gewaltiger Witz. Ich fand den gut. Du nicht? Ja, ich nicht. Hast du nicht? Starker Clip, Mann. Krass, Alter. Voll drüber gelacht. Mein Gott. So, okay. Wir haben hier noch einen. Mondschnecke. Das soll das dazu sein? Und eine Brezel noch. Mondschnecke. Ich schwöre, ihr kommt alle in die Hölle, ne? Es ist euch schon bewusst, ne? Es ist euch schon bewusst. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich schaue mir das vorher an. Ich habe eine Menge Codes im Arsch. Junge, wer sowas lustig findet, so irgendwas zusammengekattete Scheiße, der ist absolut unlustig. Ich vertraue auf Emil. Emil, ich vertraue dir. Leute, habt ihr schon die neuen Cornflakes von Haftbefehl gesehen? Schokohabs. Leute, habt ihr schon die neuen Cornflakes? Digga, warum? Warum versuche ich überhaupt, denen zu vertrauen? So dumm, ne? So dumm. Okay, wir machen noch... 3 Clips machen wir noch. Dieses Mal nicht gottlos. Okay. Don't fucking move! Hang on, there's one more! We got one over here! Okay. Er wirft einfach eine Flasche auf seinen Kopf. Okay, reicht, Chat. Keine Clips mehr senden. Okay, wer kann mir die Vergangenheitsform von Ich vergesse nennen? Josef? Ich vergaß. Richtig. Okay, wer... Okay. Ja, okay, das war's dann auch wieder mit den Clips. Bruder, mach weiter so, bist der Beste. Danke dir für dein, danke dir für deinen Euro. 10 Euro. 9,99 Euro. So bist der Beste. Rohats linker Hoden mit 1 Euro. Kratz mich mal. Och, Junge. Also wirklich. Wir machen eine Wette, ob meine... Wie lange ist sie schon unterwegs? Ungefähr? Wann ist sie losgegangen? Sie ist doch einmal reingekommen, hat gesagt, sie geht los. Wann war das ungefähr? Herr? Ich glaube, sie ist gerade gekommen. Günas! Oh, jetzt habe ich auch gesehen, ihren Namen geleakt. Ja, scheiß drauf. Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Apple Juice, danke dir für dein T1. Stark. Fucking Sleeper, man. Ich hab gesagt, du bist da. Was hast du geholt? Du, man! Nein! Ach, seid ihr dumm? Was für Günther, Alter? Seid ihr doof? Danke dir für deine 6,66 Euro. Danke für die gute Haltung, der beste Charakter für dich so. Danke dir, Benny, für deine 6,66 Euro. Benny spendet 6,66 Euro. Danke. Und Big Sosa, danke für die 2 Euro, will aufwachen, verdammt. Charakter. Ich feier dich. Hallo. Ja, kein Problem. Was denn? Danke euch für eure ganzen Primes. Sehr gut. Fucking Sleeper, man. Ja. Wäsche rausbringen. Danke, Mann. By the way, Chats, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wenn ihr ein Amazon Prime-Konto habt, dann könnt ihr ihn euch mit eurem Twitch-Konto verbinden und dann könnt ihr kostenlos bei einem Streamer subscriben. Krank, ne? Alles subscriben. Leute, man hört dich.
Aber hört man mich? Wirklich, Bro. Ja, man hört mich. Aber hey, ich hab doch Push to Talk drinne. Kein Problem für die Subs. Hä? Hörst du mich immer noch? Ja, wir hören dich. Immer noch. Fucking Sleeper, man. Dauert das Charakterladen mal wieder so lange, oder? Ja. Aber kurz mal Werbung in der Lobby gemacht auf Pfeifert, wisst ihr? Ich wusste es einfach. Ich wusste einfach, ich war nicht gemutet. Ich hab die einfach nochmal daran erinnert. Danke euch für eure Primes. Gruß. Was hast du jetzt gekauft? Perfekt, Donovan. Ja, du schickst mir wahrscheinlich jetzt gleich wieder 500 TikToks, Digga. Schau mal einen Stream mal, aber nicht. Und nennt mal. Junge, ich stream Deno 2K, Digga. D-E-N-N-O 2K, Junge. Guck ruhig. Was? Nicht mal RP gegen diese. Auf Arbeit. Montag dann, Digga. Oh, Mod ist drin! Fucking Sleeper, man. Libo, danke für deinen 3 Monate voraus. Ewa! 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 Polar, danke dir auch für deinen Tipp. Mod, stell mal auf GTA um. Danke für 7,3k Subs, by the way. Groß. Handynummer geleakt, ja, am besten. Ich muss ihn bei Discord adden. Oh. Sascha, Digga. Auch sehr gut. Was hast du heute so gegessen? Ich esse gerade noch Brot. Mit was? Nutella. Ja. Hm. Und was hast du so gegessen? Was habe ich gegessen? Laugenbrötchen. Perfekt. Szene, ja, muss ich ändern. Chill kurz. Hey, Szene ist doch geändert. Game. Spielaufnahme. Eigenschaften. 5M. Geht doch, oder nicht? Geht das? Ja. Hä? Mit oder ohne Butter? Natürlich. Digga, wer Nutella mit Butter isst, es ist einfach. Da braucht man gar nicht drüber reden. Der ist einfach verloren und lost. Ich verstehe gar nicht, wie das überhaupt zur Debatte werden konnte, mit oder ohne Nutella. Das geht nicht. Yo, Bitcoin! Mierda, hast du mich erschrocken. Verdammt, wie geht's dir? Alles klar, Mano, ist da bien? Ja, mir geht's sehr gut. Bin gerade aufgewacht, Mann. Mano, du musst deine Stimmenbänder ein bisschen Honig trinken, mir da. Honig mit warmem Wasser. Ja, warte. Digga, was ist denn jetzt wieder das ist ein Problem, hä? Was ist denn jetzt wieder das Problem? Hä? Was für Honig? Digga, was für Honig? Ich hab keinen Honig. Warte mal. Option. Ich muss wieder auf Direct Sound, ne? Direkt-Sound, genau. Warte kurz. Ey, ich bin dumm wie Scheiße. Manchmal bin ich dumm wie Scheiße. So, warte kurz. Manchmal? Fragezeichen? Ja, es war so klar. Und Sascha ist der Erste, der es sogar noch schreibt. Ich hab's predicted. So, jetzt habe ich hier alles offen. Danke, Speed Power für deinen Prime. Schnelle Schnecke. Polar, Vibor, Hatti, Schamha. Schmandu. Schmandulus und Scheiß drauf! Ja, Bitcoin, wie geht's dir? Oh, viel besser. Si, ist da bien. Und gerade aufgestanden, oder wie? Ja, gerade erst aufgestanden, Mann. Ich hab zu tun. Si, okay. Und jetzt, was ist dein Plan, Hermano? Keine Ahnung, erstmal ein bisschen rumgucken, was abgeht.
Sie, wir haben hier ein bisschen Geschäfte gemacht mit den Kata-Brüdern mir da. Wer? Reiche Leute. Kennst du die Katas? Nein. Das sind sicher sehr reiche Leute, denen gehören die Tankstellen und diese verdammten Blitzer. Ah, ja, Mann, die Kata. Sie, genau. Und gestern haben wir darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, Mirda. Die Wahlen werden wahrscheinlich manipuliert. Echt jetzt? Die, dass ich das nicht gewinne. Die wollen ihre Pendeja, diese Frau gefickt oder wie die heißt, Mirda, diese kleine Puta, als Bundeskanzlerin haben. Aber nicht mit mir, Mirda. Wir müssen da jemanden hinstellen, der wenigstens unsere Stimmen mitzählt. Sieh? Ja, ich weiß, was du meinst. Oder wir machen es so, dass wir die Scheiße manipulieren, weißt du? Was geht? Nun ja, wir sind sowieso mehrere Leute, Hermano. Also, ich habe wahrscheinlich sowieso die meisten Stimmen. Okay, sagen wir mal, die Polizia. Also, wenn die Bundeskanzlerin hier ist, ne? Dann packe ich meine Sachen, Mann, und fahre ganz weit weg, verdammt. Hermano, du bist jetzt mindestens der Zehnte, der das sagt. Ist die so schlimm? Ja. Gut. Nein, die ist nicht. Keine Ahnung, Alter. Die läuft hier rum und fühlt sich wie Kylie Jenner, verdammt, Mann. Und sieht aus wie mein Zehennagel, wenn er verbrannt ist. Ich habe sie einmal angesprochen. Ich meinte einmal Ola. Sie sagte zu mir, wenn du kein Mann bist, den man hier kennt, dann solltest du weitergehen. Ich sagte, Hermano, was soll das? Ich habe Ola gesagt, mehr nicht. Ja. Ihr Name sagt alles, also, weißt du? Die Geschichte, kennst du ihre Geschichte eigentlich? Erzähl sie mir, ich bin ganz ohr. Verdammt, Mann, eines Tages ist sie so durch die Straßen gelaufen, hatte kein Geld für ihr letztes Bier, Mann. Dann kam ein Typ und hat ihr angeboten, Mann, ein 20 und dann, du weißt schon, was ich meine, ja? Dann sind die um die Ecke gegangen, haben die Scheiße gemacht und dann hat ein Typ von ganz hinten geschrien, da hinten wird eine Kachi gefickt. Und seitdem heißt die Kachi gefickt. Das ist die Geschichte. Und das ist die Entstehung hier. Ja. Yeah. Und jetzt heißt sie auf einen Ausweis so? Ja. Yeah. Sie hat sich umbenannt. Mirda, was ist mit dir? Mit der denn los? Ja, und die will jetzt Präsidentin werden, weißt du, wie ich meine? Sieh, Mirda, nachher kommt einer, wenn der gibt dir 30 oder 40 Euro, Mirda, und dann geht das wieder von vorne los. Ja, ich weiß, was du meinst, Mann. No, wir werden das nicht zulassen, Hermano. Ich habe gestern mit Brett, diesen Brett kennst du? Brett? Mirda, das ist so ein Pendejo, der hat gestern eine Rede am Würfelpark gehalten. Warst du nicht dabei? Nein. Das ist einer, der... Er arbeitet für die Justiz, ein hohes Tier bei der Justiz. Ja, kann sein. Bist du sicher, dass du ihn nicht kennst? Ich kenne ihn nicht, Mann. Er stellt sich am verdammten Würfelpark hin und liest einen Zettel vor. Während er den Zettel voll ist, stottert er dabei. Mirda, das ist seine Rede gewesen. Und dann sagt er am Ende, jetzt geht Currywurst auf mich für alle. Mirda, dann gehen wir zu ihm hin, wir sagen, wo ist die Currywurst? Er sagt, jetzt noch nicht, ich habe keine Zeit. Ja. Schon mal das erste Wahlversprechen gebrochen, Mirda. Für Currywurst und Pommes. Das Ding ist, bei Politik, jeder sagt, keiner macht, Mann, aber du machst, verdammt. Ich werde machen, und wie ich das machen werde. Ey, yo, eine wichtige Sache, damit ich im Gewissen sein kann, dass du Bundeskanzler hier wirst, weißt du, wenn du Bundeskanzler bist, machst du dein Gras legal? Ich sag dir ehrlich, ich würde gerne Alkohol verbieten und Gras legalisieren. Verdammt, Mann, du bist der beste Präsident, den ich je kannte, Alter. Hermano, jetzt mal Spaß beiseite. Ja? Wann hast du dich schon mal mit einem Kiffer geschlagen? Die sind immer relaxed, entspannt, Mirda. Aber Leute, die auf Alkohol sind, die wollen immer nur Streit machen. Ich weiß, was du meinst, ja? Wie? Ja. Und wenn jeder mal hier eine Tüte durchziehen würde, Mirda, du rempelst ihn an, Beispiel, du gehst so, keiner sagt, was ist los. Die sagen, was geht? Verdammt. Sieh, ja. Mann, oder nicht? Richtig, genau. Und wenn sie auf Alkohol sind, denken sie, keine Ahnung, haben sie eine Mafia am Rücken. Das ist das Problem, Mirda. Und dann lehnen sie sich so weit aus dem Fenster, wie diese Kache gefickt. Gefickt, oder wie sie heißt, Mirda. Ja, keine Ahnung, wie heißt man. Nee. Na, das machen wir schon, Hermano. Wir machen das. Und wir wollen noch nicht hier die Leute von hier vertreiben. No, Hermano. Wir werden dafür sorgen, dass wir diese Stadt so kontrollieren, wie es für uns am besten ist. Aber natürlich auch für die Zivilisten, Hermano. Ich sag dir gleich, ich möchte keine Ratter sein, sieh? Also, ja, ich vertraue dir, Mann. Ich möchte auch, dass die Zivilisten was davon haben, Hermano. Die werden hier auseinandergenommen. Wenn ich nicht vertraue, ist diesen Sancho. No. Glaubst du, ich vertraue ihn? Du kennst mich von meiner alten Stadt. Hätte ich es so weit gebracht, wenn ich jeden Pendejo, der auf der Straße an mir vorbeiläuft, vertrauen würde? Ja. No. Dieser Typ, dieser Sancho,
ist wahrscheinlich hier die größte und hinterhältigste Pequenia-Ratte, die man auf diesem ganzen Staat finden kann. Mann, sie ist die letzte Ratte in der letzten Kanalisation, in der letzten Ecke mit dem letzten Stück Käse, Mann. Die, richtig, genau. Und das ist einfach das Problem. Und wenn wir dieser Ratte vertrauen, dann haben wir verloren. Ja. Verdammt. Ja, ich weiß, was du meinst, Bitcoin. Ich weiß, was du meinst. Ich wünsche dir das Beste. Wir werden auf jeden Fall nicht zulassen. Sí, no, hermano, wir werden quasi eine gemeinsame Zukunft haben. No problem, hermano. Wir werden viel, viel erreichen hier in dieser Stadt. Ob sie wollen oder nicht, sie werden uns das nicht wegnehmen. Ich war heute wieder bei den Lost MCs, hermano. Und die sind auf jeden Fall auch komplett auf unserer Seite. Und wollen mich auch wählen, auf jeden Fall. Sehr gut. Vielleicht mal durch den Würfelpark fahren und sagen, jeder, der ihn wählt, kriegt einen Cheeseburger, Mann. Mierda, die kann man für weniger schon bekommen. Die Leute sind in der Stadt so unzufrieden, dass sie käuflich sind, Mann. Aber ich will meine Leute nicht kaufen. Ich möchte einfach, dass sie mich wirklich wählen wollen. Oder ich gehe durch den Würfelpark und sage, jeder kriegt persönlich einen Gramm von mir, weißt du? Dann wählen extra mehr Leute. Sie und Gras wird legalisiert, das machen wir. Tatsächlich, no problem. Ja. Wir werden, meine Leute sind gerade auf jeden Fall schon unterwegs. Meine vier Leute sind überall hin. Die fahren auch zur Schneiderei und Leute für mich anzuwerben und so weiter. Bei Hidden direkt habe ich gekauft. Verdammt. Okay. Ja, aber ich muss los, Mann. Ich gehe mich tätowieren jetzt. Was willst du dir tätowieren jetzt? Keine Ahnung. Du weißt noch nicht, was du dir tätowieren lassen willst? Ja, schau ich spontan, Mann. Okay. Hau rein, Bitcoin, Mann. War schön, dich zu sprechen. Wir sehen uns später bestimmt nochmal. Wir sehen uns, Mann. Adios, amigo. Adios. Ich muss so krass pissen. Lukas, danke für deine 1 Euro. Moin, kannst du bitte den Superbekanntenkreis grüßen? Wäre Superbekanntenkreis grüßen? Was? Bruder. Grüße an die. Ja, geil. Lustig wahrscheinlich. Ja, lustig. Jo, was geht? Jo, was geht ab, Mann? Wie geht's dir? Gut, und selbst? Auch sehr gut, Mann. Warum bist du schnell gestern abgehauen? Wie abgehauen? Ich weiß nicht, du bist gestern gegangen, ohne dass ich dich gehen sehen hab. Du warst auf einmal weg. Ja, ich hab einen Schuss gesagt, dann bin ich schlafen gegangen. Achso, ich hab's nicht mitbekommen, weil ich hab dich nur noch bei Krankenhaus abgeholt und dann warst du irgendwie weg. Nicht zu sauer warst du oder so. Nein, ich war nicht so sauer. Ich war, Dings. Ich war sauer, aber nicht wegen dir, wegen ein bisschen anderen Sachen, weißt du? Verstehe ich, Bro. Was geht heute? Weiß ich noch nicht. Ich packe erst mal meine Karre aus, warte. Ja, mach mal. Digga. Bausubstanz mit 20 Subgifts. Chat, einmal ein Kuss, Digga. Einmal ein Kuss, Digga, in den Chat. Kuss. Danke dir für deinen 20 Subgifts. Ich küsse doch dein Herz, Mann. Digga, ich kann keine Karre ausparken. Ich muss kurz links neu starten. Eieiei. Hey, wow. Danke dir. Ich küsse dein Herz. Mit diesem Sprichwort sollen die Menschen gewarnt werden, dass das Böse auch in feindlich Harmlosen stecken kann. Man geht davon aus, dass ein Eichhörnchen wegen seiner roten Farbe und seiner Wendigkeit auch im christlichen Mittelalter als Symbol des Teufels galt. Digga, Tom Nullbar, ich weiß nicht, was du geraucht hast, was für Crack oder was dein Dealer jetzt für Crystal hat, aber Bruder, nicht in meinem Chat, yalla, 2 Wochen. So. 21 Savage B.I.G., danke dir für deine 10 Subgifts, Bro. Kuss. Danke dir. 21. Jo. Kannst du ausparken? Ja. Hä? Ah, jetzt. Ah, ich kann auch. Kannst du? Ja. Wunderbar. Du nennst mich Spitzkopf? Mensch, wie geht's Ihnen? Beim ADAC. Ja, mir geht's auch wunderbar. Ja. Ey, mein Guter! Hau rein, Mann! Der Arme, Digga.
Oh, es läuft so flüssig, es ist so geil. Digga, warum beschweren sich so viele über Werbung? Ich schalte keine Werbung. Es wird... Ich habe eingestellt, dass alle... Steck Reinhard, danke dir für deine 5 Subgifts. Kuss. Findet ihr... Ich habe eingestellt, dass pro 1,5 Stunden, dass eine 30 Sekunden Werbung kommt, die man meistens nach 5 Sekunden auch skippen kann. Also meistens sind das nur auch so 5 Sekunden Clips. Findet ihr pro 1,5 Stunden 30 Sekunden Werbung schlimm? Ja, Steck Reinhard, danke dir. Kuss. Das habe ich eingestellt halt. Aber letztens haben Leute gesagt, dass beim VOD voll viel Werbung kommt. Aber ich habe beim VOD nichts eingestellt. Hier, ich muss los. Wohin? Na, Freunde. Wow, Chat, guck mal, das Essen. Warte, ich mach Fullcam.